getragen hauptsächlich von der DGB-Jugend und dem Förderverein für Jugendarbeit in Brandenburg. In diesem Sinne möchten wir gerne auch verschiedene Vereine und Initiativen zu Wort kommen lassen. Und deswegen begrüße ich zu meiner Rechten als erstes Jürka von KTE e.V., ein Verein, der sich 2003 mit Sitz in Potsdam gegründet hat. KTE e.V. ist im Prinzip alles, was nicht heterosexuell ist. Da sind wir totale Spezialisten für. Wir machen von der HIV-AIDS-Beratung, insbesondere für schwule Männer, bis hin zur Coming-out-Beratung, Angebote. Wir betreuen und begleiten Jugendliche, du hast es schon angesprochen, wenn Jugendliche in der Schule gemobbt worden sind und vielleicht die Ausbildung nicht geschafft haben oder vielleicht sogar den Schulabschluss nicht geschafft haben, haben sie die Möglichkeit, bei uns einen Bundesfreiwilligendienst zu machen oder ein Einstiegsqualifizierungsjahr, um Defizite zu beheben, um dann eben halt eine Ausbildungschance zu bekommen. Wir haben Angebote für Menschen, die transgeschlechtlich sind, also transident, bis dahin, dass wir von Potsdam aus, also auch übers Land fahren und Aufklärungsangebote bei Stadtfesten, Infoständen machen. Und, genau, also eine ganze Bandbreite für alles, was für Antidiskriminierung steht, also für alles, was für die Landesverfassung steht, nämlich Gleichheit der Menschen. Genau. Nicht so versauen. Das